Auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs der Deutschen Bahn in Basel entwickelt die Stiftung Habitat das neue Stadtquartier Erlenmatt Ost. 2017 wurde das erste Gebäude bezogen. Bis Ende 2019 werden dort rund 500 Menschen in über 200 Wohnungen leben. Schon heute zeigt sich, das Quartier ist lebendig, bunt und nachhaltig. Die Vorgaben zur Quartiernachhaltigkeit sind messbar und bilden einen logischen Rahmen, der von den Bewohnerinnen und Bewohnern verstanden und gelebt wird. Dazu trägt auch die ADEF Energiegenossenschaft bei, die hier eine der größten Solarstrom-Eigenverbrauchsgemeinschaften der Schweiz realisiert hat. Bei uns auf Erlenmatt Ost haben wir ein sehr umfassendes Nachhaltigkeitskonzept und wir haben es messbar gemacht. Am wichtigsten ist uns aber, dass sich die Leute hier wohlfühlen und dass sie Spaß haben, hier zu leben. Ein paar Beispiele. Wir haben gemeinsame Waschküchen, wo sich die Leute wieder begegnen. Wir haben zwar kleine Wohnungen, aber es gibt Gemeinschaftsräume. Wir haben wenig Parkplätze, aber wir haben ein gemeinsames Mietauto. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier auf jedem Dach eine Solaranlage installiert, konnten den Strom im letzten halben Jahr, wo wir das ausgewertet haben, bereits den gesamten Strom im Areal verbrauchen. Das ist einerseits mit den Wärmepumpenanlage, wo wir das Grundwasser nutzen und haben auch ein weiteres Konzept für die Mobilität, ein Mietauto für die Bewohner hier, dass sie das Mietauto nutzen können. Den Strom können wir dort speichern, aber wir wollen es auch zurückziehen aus den Autos, wenn sie hier stehen, damit wir es stationär nutzen können hier in der Überbauung, um Stromspitzen oder um am Abend auch Fernsehen schauen zu können.